Ein Hallo und willkommen zurück zu Oddworld New and Tasty. Ja, wir haben im letzten Part haben wir sogar relativ viel geschafft, was heißt relativ viel, aber wir haben zwei Abschnitte abgeschafft, also für die Fackel anzumachen. Jetzt fehlt nur noch eins, das ist der Raum hier hinten, aber da werden wir uns mal ganz kurz ansehen, was es da alles ist. Das haben wir nämlich gar nicht gemacht, seit dem ersten oder zweiten Mal, und da sehen wir, was ein bisschen groß ist. Wir können sogar ein bisschen so zur Seite schwenken. Cool. Wir sehen, dass oben Paramines sind, unten und da unten. Da ist Feuerstelle und ist ein Lied, was wir rausbekommen. Und oben sind die Glocken. Okay. Ich denke mal, wir werden unten rauskommen. Ist natürlich auch eine Hoffnung, aber andererseits, ob man wirklich darauf hoffen sollte. Das ist auch fraglich eigentlich, aber. Naja. Bitte. Ich hab irgendwie. Nee, das wird zu eng. Gehen wir erstmal hier hoch. Haben wir die noch? Ja, aber wir haben natürlich nicht. Das heißt, wir müssen weiter hoch. Ach so. Noch jetzt. Ja, ich weiß, aber ich wollte nochmal hören. Okay, gut. Was? Was habe ich denn jetzt bekommen? What? Was steht denn da? Okay. Was ist das? Das klingt voll süß irgendwie. Sorry, aber. Das stimmt jetzt leider nur mal. So, erstmal. Das machen. Brauchen aber noch die Melodie da unten. Ach Gott. Da müssen wir am besten mal schauen. Ich glaube, da müssen wir noch mal runter, aber erstmal nach oben. Oh Gott. So, jetzt haben wir uns nochmal das geholt. Fleisch, ja, da ist es doch. Hat das jetzt gewirkt? Ich bin jetzt eigentlich so schnell gerannt, weil ich gedacht habe, da kommen wieder welche Viecher runter. Ja, nix. Okay, gut. Ich glaube, wir brauchen die Aura auch nicht mehr. Aber es ist cool. Ich habe gedacht, was das überhaupt ist, weil. Oh, was ist das? So, hier, hol dir ein Fressi. Ich bin weg. Haut rein! Ach, warte mal, da komm mal rein. Sehe ich gerade. Ich habe so gut wie keinen Quick-Save gemacht diesmal. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Wie fahren wir noch? Oh, okay. Okay. Ja, hier haben wir, hab ich einen Quick-Save gemacht. Gott sei Dank habe ich den Nährrad dann noch gemacht. Boah, wie guck mal, wie viel noch drunter gekommen wären. Gut, dass ich gerade eben auch erst gesehen habe, dass man da weiter kann. Gar nicht wissen, wie lange ich gleich brauche.
So, wir haben jetzt alle Fackeln angemacht, um in den Hauptraum des Tempels reinzugelangen. Ich höre es gerade auch. Hui. Speichern wir nochmal. So, auf ein gutes. Paranomische Nester schon bald erkennt, aber Ape die Macht der Pesten. Der Pasten. Okay. Wo geht's denn hier lang? Ach, da geht's hinten raus, okay. Ich finde das so cool gemacht mit diesen 2D-Ebenen, also diese mehreren Ebenen einfach. Ist ja kein 2D. Was kann ich denn hier machen? Nichts, wie es aussieht. Doch. Nichts ist untertrieben. Boah, das sind nicht mal die Paramines, ist hier so. Wo geht's denn da hin? Hm. Das sieht nicht gut aus. Da liegen ganz schön viele Leichen, wenn ich das richtig erkannt habe. Oh Gott. Ja, da möchte ich gerne hin. Genau da. Ah, ist wie so ein kleiner Wegweiser. Ah, um sich den Weg anzusehen ist das. Suche aus der Ferne. Ja. Guck mal, ob er hier irgendwas bekommt. Nee, okay. Okay, gut, jetzt geht's los, Leute. Ich muss rennen. Ich muss nämlich wegrennen. Oh Gott! Ja, shit. Oh. Nee, nicht im Ernst, ne? Doch. Ich muss nochmal von vorne machen. Komm, bitte nicht. Obwohl, warte mal. Nee, nee. Boah, war das knapp. Das war knapp. Du sollst nicht rollen, Ape. Oh Gott. Im Ernst? Oh Gott. Ja, shit mal. Ich habe mal vergessen. Zu speichern. Shit. Och man, Ape. Ich habe manchmal ist die Störung trotzdem noch für den Arsch. Auch wenn die nicht mehr so schlimm ist wie damals. Damals war die echt verheerend, muss ich sagen. Also es ist nicht so, die Steuerung hat nicht. Warum greift der mich an? Warum? Also wie gesagt, damals, ich habe es nur ein bisschen gespielt auf der PS1, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe es nie durchgespielt, auch heute nicht. Obwohl ich die ganzen Teile auf Steam habe, also die alten Klassiker. Weil da war auch mal ein Zählen, da waren die komplett drin. Das heißt, Apes Odyssey, Apes oder Alps, irgendwas noch, das ist die Weiterführung. Dann ja noch hier Apes Munch Odyssey. Und noch ein Teil. Hier, das, ich glaube, das erste und das letzte 4D-Spiel. Und ich habe das nie durchgespielt, weil die jetzt super schwer sind. Wirklich super schwer sind. So, jetzt versuchen wir mal. Lol! What the fuck? Was? Alter, eins liegt. Oh Gott! Doch, schnell durch. Die Parents wurden bald sein Fleisch verbrennen. War es spät, um wegzurennen? Ich hoffe es natürlich nicht. Was geht's denn da? Geht so weiter, nö. Aber irgendwas hockt da drin. Hör, gruselig und ekelhaft. Was, ich hab so schon. Ich kenne mich total vor Spinnen. Und dann hier noch so in der Richtung, ja. Ich kann sagen, oh, doch falscher Weg, aber anscheinend nicht. So, Pixel. Wie geht's denn da hin?
geht's noch weiter hoch, ne? Ja. So, wir wollen aber erstmal gucken, was hier ist. Warte mal. Noch einen Vogel. Shit. Vielleicht kriegen wir hier welche? Nochmal. Ne, sieht nicht so aus. Ja, da kann man nicht rüberspringen. Da aber. Oh, wir sind hier oben. Okay. The Big Face said I'd learn much through my quests. This hand scar would help me for more dangers await. I would need its full power to complete my fate. Okay. Sprints! Unrest. Oder Spirits Unrest steht da. Abe kehrte endlich zurück nach langer Damen. Sein rechter Hand trägt die Paramount Narbe. Ach, hier sind wir. Wo ich vorhin, also vor ein paar Parts gesagt habe, wo? Ich glaube, da geht's zurück. Jetzt kommen wir auch hier wieder durch anscheinend. Boah, so ähnlich. Ich brauche Vogels. Keine Vogels. Was war das nochmal gewesen? Irgendwelche. Ja, genau, den Text, der irgendwie komisch geschrieben dies. So, das hätten wir geschafft. Aber da müssen wir ja endgültig hin. Und wir sehen jetzt auch hier einen sitzen. Der nicht mit uns redet. Ah! Jetzt sehen wir, dass wir das geschafft haben, das erste. Deswegen meditiert er auch. Und jetzt müssen wir das Strap Band ja auch noch schaffen. Also so. Okay. Gut, dann gehen wir nach Strapania oder auch fast Sabina, Sabinia, wie da drin stehen wird. Okay. I witness Strapania. Desolate and bare. Boneyards of scrabs that used to roam there. Now they're cut, ground, and mashed into little cakes. Go get them! Critters destroyed for profit's sake. Wenn man es ganz genau betrachtet, könnten auch wieder sein. Weil wir töten ja auch, um zu überleben, beziehungsweise nicht nur zu überleben wie die Tiere zum Beispiel. Ach, da schon wieder. Habt ihr das leise im Hintergrund gehört? Germany, Germany. Ach, ich finde das so cool. Oh. Yeah. Ich brauche trotzdem noch Vogel. Das heißt, diesmal nicht da hoch. Da hinten pennt, also irgendjemand pennt. Um Ene zu. Ach, schon wieder. Kriegen wir schon wieder Ilum, oder? Ilum? 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 Ja, Ilum. Ach, Abe hat seinen Spaß und ich sowieso. Aber warte mal. Da könnten wir trotzdem mal hier hin. Genau. Nee. Du erwischst mich hier nicht, mein Freund. Am besten wäre ja, wenn die sich pennen legen würden, aber ich glaube, das bezweifle ich mal. Komm, lauf da rein. Dankeschön.
Der bleibt schon noch einen weg. Naja, ist ja okay. Ich weiß ja nicht mal, ob da oben irgendwas ist, dass wir es so machen sollten. Ja, ich glaube nicht, weil da können wir nicht wirklich jetzt nichts mehr machen. Weil den können wir nicht übernehmen. Hm. Na gut, gehen wir erstmal hier hin. Ach, hier sind wir. Okay. Sind wir vorhin schon mal durchgehüpft. Und sind da bei dem gelandet, den Kerlchen. Ah. Ich sehe es. Das da wir jetzt auf jeden Fall müssen. So, wir gehen aber kurz hier runter, weil ich möchte gerne hier die Kacke hier weg haben. So. Und wer bietet sich am besten an? Die Sleeks. Ganz einfach. So, und zurück. Oh Gott. Dieses Springen manchmal, das ist echt blöd. Weil man sich echt gerne mal verspringt. Ah. Hi, Schatzi. Wie geht's dir? Hab dich schon echt vermisst. So. Skarabänische Schluchten tief und breit. Doch nicht ist in Elum zu weit. Aber dieses Gereime hier. So, einmal. Wow, 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 wow. Okay, gut, hätten wir, glaube ich, durchspringen müssen. Okay, gut, hier genauso. Ja, manchmal weiß ich echt nicht, ob man jetzt da durchspringen soll oder nicht durchspringen soll. Das ist manchmal nicht eindeutig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ah, ich habe kein einziges Mal, also kein einziges Mal so untertrieben, aber der letzte Quick Save war schon ein bisschen länger, ja. Oh Gott, ja, oh, das war knapp. So, jetzt aber. Und jump, 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 oh Gottes Willen. Eben durchquerte Flugs die Lande, um die eigenen gefünfte. What? Schnellladen, ja. Was war das denn jetzt? Ja. Hm, schnellladen. Ein typischer Maurice. Oh, 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 oh. Ich habe ein bisschen die Folge überzogen, Leute. Liebe Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und vergesst nicht, einen Kommentar und eine Bewertung da zu lassen. Damit Abe und Elum es weiterschaffen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, meine lieben Freunde. Tschüss.